Förderung für den Freifunk. Projekt am Mühlenanger plant ungehinderten Internetzugang. Auf dem ehemaligen Gelände des Motels in Quedlinburg entstehen derzeit neue Wohnungen. Hier soll es auch ein Pflegeangebot geben und im selben Haus auch direkt 12 Wohneinheiten für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Neben diesen sollen weitere 36 Wohnungen entstehen für junge oder alte Menschen mit und ohne Hilfsbedarf. Um auch den Internetzugang möglichst unkompliziert zu gestalten, wird hier mit Hilfe des Freifunk-Harz e.V. kostenfrei nutzbares WLAN bereitgestellt. Wir sind heute hier im Wohnprojekt Mühlenanger, das ist das ehemalige Motel in Quedlinburg. Dort sollen über 30 Wohnungen und Begegnungsstätten entstehen und wir haben dort das Ziel, eine komplette Freifunkinfrastruktur aufzubauen. Das heißt also, jeder soll ungehindert Internet zur Verfügung gestellt bekommen, also in jeder Wohnung, auf den Vorplätzen, auf den Aufenthaltsplätzen, überall. Und deshalb hat das Land den Freifunk Harz e.V. und damit auch die Lebenshilfe-Harz-Kreis Quedlinburg mit Fördermitteln unterstützt. Wir haben heute einen Zuwendungsbescheid an den Freifunk Harz übergeben, der zum Ziel hat, freies WLAN und freies Internet für Menschen hier an einem Bauprojekt zur Verfügung zu stellen, das durch inklusives Wohnen geprägt ist, damit die Menschen einen freien, ungehinderten und schnellen Zugang zum Internet haben, um sich mit Informationen, Wissen und auch Bildungsangeboten sicherlich versorgen zu können. Mit der Förderung in Höhe von 128.000 Euro unterstützt das Land Sachsen-Anhalt das Vorhaben. Diese Förderung wurde nun an den Freifunk Harz e.V. übergeben. Die BewohnerInnen des Harzkreises werden die Hotspots des Vereins sicherlich kennen, denn in vielen Städten gibt es bereits ein Netz für Besucher und Einwohner. Also der Freifunk allgemein ist eine Bürgerinitiative, an dem jeder Bürger kostenlos dran teilhaben darf. Wir im Harz sind seit 2015 unterwegs und stellen die passende Infrastruktur zur Verfügung. Denn es gibt heute immer noch das Problem, wenn ich meinen WLAN-Anschluss zu Hause öffne und Gäste, die vor meiner Tür im Internet surfen, haben zum einen Zugriff auf meine Netzstruktur und zum anderen bin ich dafür verantwortlich, was die über meinen Anschluss machen. Kann man sich vorstellen, ich fahre Auto, wenn das Auto einen Unfall baut, ist das Auto schuld und nicht der Fahrer. Ja? Und da kommt Freifunk eigentlich auch ins Spiel. Wir stellen dann die Router zur Verfügung, die sich jeder kaufen kann, mit unserer Firmware, also eine Software auf dem Router, bespielen kann. Und dann werden die ganzen Internetströme über diesen Router, über die Server des Freifunk Harz e.V. geleitet. Das heißt, der Anschlussinhaber bzw. der das WLAN zur Verfügung stellt, ist rechtlich nicht mehr zu belangen. Es zeigt sich eigentlich hier am Bauprojekt, aber auch in der ganzen Welt, wenn es uns gelingt, Internet zur Verfügung zu stellen, profitieren die Menschen einfach dadurch, dass sie viel stärker am digitalen Leben, am analogen Leben über das Internet teilhaben können, partizipieren können. Partizipation, Teilhabe ist eines der großen Versprechen des Internetzeitalters und das kann durch solche Infrastrukturen, die hier ehrenamtlich aufgebaut werden, sichergestellt werden. Das ist eine tolle Sache. Ja, also der Harz ist schon eine Freifunk-Hochburg. Angefangen hat das ganze Projekt damals in Ballenstedt und heute ist Quedlinburg eigentlich so der Leuchtturm. Wir betreiben ungefähr 1600 Internetzugangspunkte im Moment, Tendenz permanent steigend. Damit kann das Netz in Quedlinburg noch erweitert werden. Außerdem schafft man hier einen einfachen Internetzugang für die Menschen im Mühlenanger. Damit bleibt der Freifunk im Harz vom Freifunk Harz e.V. weiterhin eine große Bürgerinitiative im Landkreis.